sagen. Der Kerem. Der Kerem. Alle haben mir von ihm erzählt. Aber selber habe ich ihn noch kein einziges Mal gesehen. Wenn ich den Kerem suche, gerate ich unweigerlich zum Kursker Bahnhof. Ob so oder so. Den Kerem kriege ich ohnehin nie zu sehen. Was ist das für ein Treppenhaus? Ich habe immer noch keine Ahnung. Aber so muss es eben sein. Alles ist so. Alles muss langsam und verwirrt gehen, damit der Mensch nicht hochmütig werde. Damit er traurig und verwirrt sei. Ich lehne mich lieber gegen die Säule und kneife die Augen zusammen. Das hilft gegen den Brechreiz. Kneif die Augen zusammen. Das hilft gegen den Brechreiz. Da sind sie wieder. Die Engel des Herrn. Ich erkenne sie. Da seid ihr wieder. Natürlich. Herumlaufen soll ich, sag dir, aber ihr wisst doch selber, wie das ist mit herumlaufen in meinem Zustand. Was? Du könntest ins Bahnhofs Restaurant einschauen. Seid ihr im Restaurant, was sein? Könnte ja sein, dass es da was gibt. Die hatten gestern Abend Roten. Dann können sie schließlich an einem Abend nicht ganz ausgetrunken haben. Roten? Im Bahnhofsbuffet. Nun! Ja, ich gehe. Ich gehe. Ich erkenne euch wieder. Ich danke euch. Engel! Ich sage, holisches, himmlische Mutter, da weiß halt der Rote hier nie ausgehen, wenn man den Engeln glauben darf. Was haben Sie denn? Nur Musik? Warum такая музыка? Пирожное есть без строганов, вымя. Dort und heute. Ja, wie mir? Und? Roten? Kreisninkere, нет. Interessant. Heute gibt es aber Rot nicht. Очень интересно. Kreisninkere, нет, wie mir есть. Ну что, будете заказывать что-нибудь? Roten, bitte. 800 Gramm. Да ты уж хорош, как видно. Сказано ж тебе русским языком. Нет у нас красненького. Ну, жди, жди. Дождешься! Будет тебе сейчас красненькое! Яся! Яся! Ich fahre nach Петушки. Zu meinem Sohn. Hier, ich habe Geschenke für ihn gekauft. Нет, вы посмотрите на этого хмыря в петушке. Он собрался в петушки. Ну что еще скажешь? Ich bin aus Sibirien. Ich bin weise. Ich wollte doch nur, damit mir nicht so übel ist, ein wenig Rot. Oh!
мало. Ой, я чемоданчик. Пардон, пардон. Я вам признаюсь. Товарищи пассажиры, наш поезд отправляется до станции Петушки. Остановки. Серп и Молот, Шарапунова, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Ясина. Ваше здоровье. Natürlich halten die mich für einen miesen Typ. Morgens und immer dann, wenn der Rausch nachlässt, bin ich ja der gleichen Meinung. Und man kann ja schließlich auf die Meinung eines Menschen nichts geben, der noch nicht dazugekommen ist, sich den Kopf klar zu trinken. Es erfüllt mich mit legitimem Stolz, dass das Volk meines Landes so leere und vorstehende Augen hat. Welche Potenz des Geistes! Diese Augen verraten und verkaufen nicht. Sie lassen den lieben Gott walten. Mir gefällt mein Volk. Ich bin glücklich, dass ich unter den Blicken dieser Augen geboren und zum Mann herangewachsen bin. Mein ganzes Leben schwebt dieses Unheil über mir. Ein Unheil, das nicht darin besteht, dass man mich missversteht, nein. Dass man mich missversteht, das ginge ja noch. Sondern immer ganz exakt verkehrt herum. Zum Beispiel, wie man mich vor einer Woche vom Brigadiersposten gefeuert hat. Wegen Einführung eines persönlichen Systems anrüchiger Diagramme. Unsere ganze Moskauer Verwaltung ist fassungslos über diese Diagramme. Also, vor einer Woche haben sie mich gefeuert, vom Brigadiersposten, den sie mir 5 Wochen zuvor zugewiesen haben. Die Sache fing ganz einfach an. Vor meiner Zeit sah unser Produktionsprozess folgendermaßen aus. Säcker spielen. Kabel entrollen, Kabel unter die Erde, hinsetzen, individuelle Freizeitgestaltung, Wermut oder Kolonie frische, schlafen. Am nächsten Tag gingen wir so vor. Zuerst setzten wir uns hin und tranken Wermut. Dann standen wir auf, zogen das gestrige Kabel aus der Erde und warfen es weg, weil es in der Zwischenzeit natürlich völlig durchnässt war. Und dann, naja, Säcker spielen, Kabel entrollen, Kabel unter die Erde, hinsetzen, individuelle Freizeitgestaltung, Wermut oder Kolonienfrische, schlafen. Als ich Brigadier wurde, brachte ich diesen Prozess auf den denkbar einfachsten Nenner. Nun ging mir so vor, einen Tag spielten wir Säcker, am anderen mal wieder Wermut an der Reihe. Am dritten spielten wir wieder Säcker und am vierten wieder tranken wir Wermut. Die Kabelrolle wird hier natürlich
Fängt Finger mir an. Nur Zeit zwischen Öffnung und Schließung der Geschäfte. Dieses Buch ist genau das Richtige für euch. Alexander Block. Ihr werdet großen Nutzen daraus ziehen. Награда, если я уклонюсь от пути, если в дверь славинного сада im Mittelpunkt des Poems steht eine lyrische Figur, ein Mann, der wegen Trunkenheit, Hurerei und Arbeitsbummen entlassen wurde. Золотым опаленный огнем я забыл о пути коммуниста, о товарище бедном моем Лене. Блок, благодарю тебя. Благодарю. Ja, dann führte ich meine berüchtigten persönlichen Diagramme ein, deretwegen sie mich letztendlich gefeuert haben. Mindjajev Alexej, Mitglied der KPDSU seit 1936. Wie viel hast du letzten Monat getrunken? In Gramm. Und umgerechnet auf reinen Alkohol. Und nur das während der Arbeitszeit. Первое по четвертое 200, пятого 300. Шестое по девятое 200, десятого 300. С 11 по 14, 200, 15, 300, 16 по 19, 200, потом 300, потом все время 200, потом 300. Und was? An den Abenden? Ну, Вениамин, учитывается только до и во время работы, а после мои личные партийные дела. Also gut. Eine private Parteiangelegenheit. Wer sind du? Hochinteressante Linien. Dem Wissbegierigen. Da raten diese Linien alles. Sie lassen alle deine beruflichen und sexuellen Schlappen erkennen. Sie lassen den Verhang und alle Geheimnisse des Unterbewusstseins so vorhanden erkennen. Und nun? Euer ergebener Diener und Brigadier der Telefonkabelmontagemannschaft. Sieht das nicht aus wie der Schlag eines stolzen Herzens? Gorkis Lied vom Sturmvogel. Извините, ля комедия. Вам не стыдно, товарищ Блиндяев? Производственный процесс зашел в тупик. Производственный процесс, я вас спрашиваю. Где он? Я не знаю, я даже не бригадир. Вот. Но вы член партии. 1836-го. Тем более, показывайте мне ваши настоящие соцобязательства. Где ваши настоящие соцобязательства? Где они? Что вы мне даете? Это блок. Какой блок? Не тащите меня в лицо. При чем тут блок? Ваша работа кабель, а не блок кабель. Это же надо так купить. Ну, я и говорю кабель, кабель, а в жизни все так перепуталось. Для вас, Блиндяев, жизнь давно позади. Вот ваша новая жизнь. Приказ по управлению. Читай, товарищ. Арисар Виттл. Идилла Радики Бродьяданил Бенедикт. Ерофеев. Турнадатти Харна Маха Велер Ника Патти. Блиндяев. Блинт. Не Ника Паттингра. Тебе ясно, Блиндяев, что к столетию Юрича весь кабель, какой я его зарыт, в землю и попробуйте мне его только замочить. Вашу мать. Ах!
Man hat mich gefeuert. Nach allen Regeln der Kunst. Mich, den beschaulichen Prinzen und Analytiker, der liebevoll die Herzen seiner Völker studierte. Bei mir geht alles irgendwie durcheinander. Alles im Leben geht irgendwie durcheinander. Мы все понимаем. Тебя оскорбили, и твое прекрасное сердце. Да, да. И в этот день кэмпфте мой голодный... ...geschlagene halbe Stunde mit meinem Verstand. Die nächsten fünf Tage trank ich täglich 1500 Gramm. War nach Petuschki. Das ist deine Rettung. Betet für mich, Engel. Hell wird mein Weg sein. Und ich werde die Stadt sehen, nach der ich mich so lange verzehrte. Все допил, Веня, это слишком. Я прав, так keine Angst, um mich zu haben. Himmlische Engel. Du bringst dich schon опять. Wir haben Angst, dass du wieder. Geh dumme. Ich fühle mich doch jetzt mit jedem Augenblick glücklich. Нет, мы не глупые. Wir sind kein. Не доедешь. Wir haben nur einfach Angst, dass du wieder nicht hinkommst. Wohin? Nach Petuschki. Werdet ihr bei mir bleiben, bis Petuschki? Ja? Werdet ihr nicht wegfliegen? Ganz bis nach Petuschki können wir nicht, oh nein. Nee, до самых Петушков мы не можем. Wir werden wegfliegen, sobald du gelächelt hast. Ой, женщина, что женщина? Die Frau des Orients wird ihren Schleier abwerfen. Und es wird sich niederlegen. Was ляжет? Es wird sich niederlegen, der Wolf neben das Lamm. Und es werden keine Tränen mehr vergossen werden. Und die Kavaliere werden sich aus Herzenslust ihre Damen aussuchen. Когда же сие будет, Веня? Когда же будет сие, Веня? Сие когда-то будет или не будет? Семёныч! Семёныч! Komm zu dir! Веня, man sieht uns da! Веня, а скажи, когда женщина вот ляжет там? Браться за оружие. Тихьяна, да. Bist du das? Я, товарищ президент, революция на пороге. Я написал тезисы. Эти революцион? Trink lieber einen Wacholder-Schnaps. Na und? Glaubst du noch immer, dass es Zeit ist? Созрело, Веня, созрело! Посмотри! Лисенькова повержена! Черкасова лезь у нас в ногах! Неугодную пешу умоляю на пощаде! Все жизненные центры Петушинского уезда! От магазина Поломок до Андреевского склада Серебро! Все заказать и воды! Восставших!
Warum ist es draußen so dunkel? Warum? Wenn der Zug St. Moskau erst 100 Kilometer gefahren ist. Na klar bin ich es. Wer denn sonst? Na klar ist es schwer. Nur geht das dich nichts an. Geh weiter, du bist an den Falschen geraten. Раз тяжело, смири свой духовный порыв, легче будет. Nun kam Kreis, bezwinge ich meinen Höhenflug des Geistes. Ну и дурак! Der Dummkopf bist du! Ну ладно, ладно. Уже слова не скажи, а ты вот чего. Ты возьми на полном ходу из электрички, выпрыгни, а может быть и не разобьешься. Nein, das tue ich nicht. Aus dem Zug springen, das tue ich nicht. Das würde ich nicht überleben. Ich habe Angst. Was hast du gegen diese Finsternis? Auf Dunkel folgt Licht und auf Licht folgt Dunkel. Das ist alles ganz richtig, aber warum ist es draußen so dunkel, wenn der Zug um 8.16 Uhr vom Kurs Kapanow abgefahren ist? Und warum wirst du mich nicht in die Stadt lassen? А вот так, загадка хочешь? Ein Rätsel. Ха-ха! Вообще никто не попадет! Und warum kommt niemand nach Petuschki? Warum? Я только все принялся.